heute will ich euch mal zeigen, den Manfrotto Magic Arm. Augenblick. Ich glaube, es gibt zwei verschiedene Varianten davon, von dem Magic Arm. Einmal mit diesem Hebelgriff. Und dann gibt es noch mit so einer Schraubadapter. Und jetzt will ich euch mal zeigen, was man hiermit alles machen kann. Und zwar hatte ich hier noch einmal die Magic Clamp, auch von Manfrotto, gibt es mittlerweile auch von anderen Herstellern. Ich will euch mal zeigen, wie ihr euch am besten einen Laptop-Tisch macht. Am besten on location, ist das sehr gut. Und zwar müsst ihr als erstes die Magic Clamp an Stativ anbringen. Dieses, das Manfrotto, wie hieß es nochmal, 055X Pro B, sehr stabil. Ihr müsst darauf achten, dass ihr das nicht mitten irgendwo hier dran macht, also ein bisschen dran, sondern am besten hier an so einer Anschlussstelle, da kann es dann auch nicht wegrutschen. Den Adapter hier mal raus, macht ihr die Magic Clamp dran. Ziemlich festdrehen, dass auch nichts passiert. So, bombenfest. Jetzt kommt der Magic Arm. Den kann man hier einfach reinklicken und festschrauben. So, fest ist er. Nun könnt ihr den Magic Arm natürlich in alle verschiedenen Richtungen machen. Es ist wirklich darauf hinzuweisen, dass ihr am besten ziemlich weit nach oben geht. Also in der Achse bleibt und nicht irgendwie hier hin, weil dann könnte es mit dem Gegengewicht hier hinkippen. Also am besten immer in Richtung des Fußes, da kann nicht viel passieren. So, jetzt mache ich ihn mal fest in der Position. Wie man sehen kann, geht er wirklich geradeaus nach oben. Und das Gewicht liegt zum größten Teil hier auf dem Bein und nicht nach hier hin. Jetzt hole ich mal die Adapterplatte. Die sieht so aus. Die gibt es mittlerweile auch von Manfrotto. Diese hier ist von Foto Walser. Wird hier dann draufgeschraubt. So. Und nach fest kommt ab. Ist nicht ganz gerade. Ein bisschen korrigieren. So, nun habt ihr eine Adapterplatte hier drauf. Jetzt könnt ihr einfach euren Laptop nehmen, das ist ein kleines Netbook, hier oben drauf stellen. Passt. Das Wackeln kommt durch diese Adapterplatte hier unten, das ist aber nicht so tragisch, also fest ist es. Nun könnt ihr eure Kamera in Position bringen. Hier ist noch ein Ringwitz drauf. Ich wollte das jetzt nicht gerade alles auseinanderbauen. Am besten wäre es natürlich, dass es so wäre, weil das Gewicht dann hier auch vorne aufs Bein langt. So, jetzt bräuchte ihr nur noch das Adapterkabel von der Kamera. Direkt an den Laptop anschließen, könnt ihr fotografieren oder direkt auf den Laptop schießen und könnt dann direkt hier auf dem Monitor sehen, ob die Bilder von der Belichtung korrekt sind. Das wollte ich euch einfach nur mal zeigen, eine kleine Investition des Magic Arms. Mit dem Magic Arm nutze ich auch oftmals mit meinem Ringlicht, da ich dann einfach mehr flexibel bin. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bei Fragen meldet euch einfach.